Oh mein Gott, Alter. Und da haben wir den neuen Brawler Sam, Digga. Ich kann im heutigen Video den neuen Brawler Sam und den ganzen Brawl Pass vor allen anderen spielen. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, Alter, ihr seht schon, heute gibt es mal wieder ein geisteskrankes Video. Ich kann nämlich den neuen Brawler Sam und den ganzen neuen Brawl Pass vor allen anderen spielen und euch alles zeigen zum neuen Brawler, auch Dinge, die ihr noch nicht gesehen habt, zum Beispiel seine Gadgets, seine Star Powers. Und natürlich den ganzen Brawl Pass und so weiter. Das wird auf jeden Fall ein ultra krankes Video. Lasst jetzt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo. Und schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr Sam? Wie stark findet ihr ihn, wenn ihr euch das ganze Video angeschaut habt? Das würde mich sehr interessieren, Leute. Und ich würde sagen, ich bin mega gespannt. Ich habe ihn extra noch nicht ausgetestet, dass ich das hier das erste Mal mache. Dass mir direkt auffällt, er hat hinten einfach ein Starpark-Logo, Digga. Auf seinem, auf seiner Hose, auf seinem Hosenträger sozusagen. Mega, mega weird, Leute. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt auf jeden Fall zu Sam kommen, schauen wir uns erstmal den Saison 14 Roboterfabrik Brawl Pass an. Und bevor es losgeht, Freunde, vergesst nicht den neuen Der Nita Special Merch, Leute. Der kommt einfach mal an diesem Samstag, 3.9. um 14 Uhr auf dermerch.de raus. Auf gar keinen Fall den Merch verpassen. Ist limitiert auf 1000 Stück. Ihr müsst ultra schnell sein. Ihr bekommt auf jeden Fall zu eurem T-Shirt oder Hoodie eine handsignierte Autogrammkarte von Clash Games und mir den neuen Der Nita Fußball. Ein original großer Fußball mit dem Der Nita Logo. Perfekt auch für die WM 2022 natürlich. Und genau, seid schnell, wenn ihr was bekommen wollt. Wie viele Stufen haben wir? Wir haben 70 Stufen, Digga. Okay, wie immer natürlich, Leute. Und genau, ich würde sagen, wir klicken jetzt mal hier drauf und sehen schon, oha, Alter, let's go. Richtig, richtig krank, Digga. Brawl Pass plus 10 Stufen. Wir kaufen uns jetzt einfach nämlich mal den ganzen Brawl Pass durch, Leute. Und währenddessen schauen wir uns auf jeden Fall mal den Brawl Pass an, okay? Also, bisher, Desperado Poco, wissen wir ja, ist ein Stufe 1 Brawl Pass Skin. Der ist schon sehr cool, der Skin als Stufe 1 Skin, finde ich persönlich. Einer der cooleren vor allem. Weil, ja, zum Beispiel, es gab ja auch ein paar, die nicht so geil waren. Vielleicht jetzt zum Beispiel, oh, und hier haben wir so ein Spray mit so Robotern, okay. Zum Beispiel der Page Mike fällt mir jetzt nochmal ein. Der war vielleicht jetzt nicht ganz so krass wie der Desperado Poco. Also auf jeden Fall schon mal ein cooler Skin. Bei Stufe 30 dann natürlich Sam, Leute, sehr, sehr geile Sache. Den Brawler finde ich mega cool, ne. Ich mag das eigentlich, wenn so Tanks ins Spiel kommen. Weil es gibt schon so viele Fernkämpfer. Deswegen auch mal cool, dass wieder mal ein Tank kommt. Finde ich ganz geil. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein Spray. Das sieht auch interessant aus. Okay, natürlich fangen jetzt hier auch die Pins an für Sam und so weiter. Ansonsten sieht das alles sehr gewohnt aus, ne, wenn ich ehrlich bin. So, schauen wir jetzt mal, wie das hier weitergeht, Leute. Okay. Und dann sind wir bei Stufe 62 und gleich bei Stufe 70. Die Caesar Sam Pins sind hier schon. Der ist nämlich sehr cooler Skin. Und bei Stufe 70 dann Caesar Sam, Leute. Genau, den Skin schauen wir uns natürlich auch nochmal gleich an. Aber erstmal würde ich dann sagen, ja, der Brawl Pass sieht sehr gut aus. Also das muss ich wirklich sagen. Und wir gehen jetzt mal direkt auf den Sam. Okay, Leute. Und wir sehen hier schon das Icon von Sam. Alter, auf jeden Fall ultra, ultra krass, wie das aussieht. Voll weird, dass er so einen anderen Schnurrbart hat als seine Haarfarbe irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das auf jeden Fall jetzt einfach mal an, wie seine Unlock-Animation nochmal aussieht. Oh mein Gott, Alter! Und da haben wir den neuen Brawler Sam, Digga. Let's go, Alter! Wir sind schon 14 von 14 Brawlern chromatisch. Als ehemaliger Fabrikarbeiter ist Sam Bronson. Ach, Leute, er hat einen Nachnamen, okay? Auf einem Rachefeldzug gegen alle Roboter. Oha, er ist der Schläger der Goldarm-Gang. Sam holt sich gerne Beute und verbeult die Robotermeute. Krass. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal seine Gadgets an. Also erstmal ein Magnetfeld. Befinden sich Sams Kampfhandschuhe auf dem Boden, kann der Gegner in der Nähe zu ihnen ziehen. Lol, okay. Das hört sich auf jeden Fall krass an, ne? Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Erstmal nur ein Gadget, nur eine Star Power. Ordentliche Erholung, wenn Sam seine Kampfhandschuhe zurückbekommt, erhält er sofort 30% Trefferpunkte zurück, also 30% Healing. Okay, Leute, wir probieren ihn direkt mal aus. Erstmal, wie gesagt, Sam ist der einzige Brawler, der direkt seine Ulti hat. Ihr seht es, er hat sofort seine Ulti am Anfang vom Game, ne? Und wenn man jetzt seine Range sich anschaut und attackiert und... Okay. Ah, lol, warte mal, also wie oft schlägt er denn jetzt? Ah, okay, er schlägt zweimal. Okay, also 2400 Schaden, okay, wenn er gut trifft. Das ist eigentlich ganz nice, ne? Ist nicht schlecht für einen Nahkämpfer, kann man schon so sagen.
Und jetzt ist natürlich, gibt es nochmal einen Unterschied, ne? Wenn er jetzt zum Beispiel seine, ja, Attacke wirft, ne? 2100 Schaden, die bleibt jetzt für immer dort liegen. Aber wenn er jetzt attackiert, Leute, schaut mal, seine Range hat sich komplett verändert. Und jetzt macht er auf jeden Fall, ja, 2x600 Schaden. Er attackiert jetzt zwar deutlich schneller, ihr seht das, ne? Ihr könnt jetzt viel, viel schneller zuhauen. Aber das Problem ist auf jeden Fall, dass er natürlich jetzt weniger Schaden macht, aber ihr könnt schon sehr schnell jetzt hauen, ne? Aber das ist halt eigentlich nicht so geil. Deswegen, wir können uns jetzt jederzeit, wenn wir wollen, unsere Ulti einfach zurückholen. Zack. Ihr seht das auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was da für eine Range möglich ist, ne? Man muss halt seine Ulti aufladen, sozusagen. Dann kann man auf jeden Fall sich das auch zurückholen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was hier die maximale Range ist. Okay, wir können immer noch die Ulti drücken. Digga, können wir jetzt die Ulti über die ganze Map zurückholen? Das wäre ja komplett krank. Schauen wir einfach mal. LOL! Über die ganze Map können wir die Ult zurückholen? Oh mein Gott, no way, oder? LOL, okay, das ist krank, Digga. Egal, wo die liegt, wir können die zurückholen. Das ist geil, das wusste ich nicht, Leute. Das wusste ich wirklich nicht, krank. Und jetzt würde ich sagen, wir legen mal die Ulti hier ab. Und als Gadget, ah, das ist dann wie ein Magnetfeld. Okay, ich glaube, da war ich jetzt zu weit entfernt nochmal. Wir legen die mal hier in die Mitte des Schwarms, um das zu testen, Leute. Ah, dann werden die hier so rangezogen. Und dann können wir halt, ne, ah, lol, das heißt, man kann das Gadget drücken und direkt die Ulti dann drücken, sozusagen. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Feier ich auf jeden Fall. Jetzt schauen wir nochmal das andere Gadget. Impulsstoß. Wenn sie das nächste Mal auf dem Boden landen, lösen Sams Kampfhandschuhe einen elektrischen Impuls aus, der Gegner zurückstößt. Hört sich interessant an, testen wir gerne mal. Und die zweite Star Power Fernaufladung, befindet sich Sams Kampfhandschuhe auf dem Boden und in der Nähe von Gegnern laden sie seinen Super Skill auf. What? Also eine automatische Ult-Aufladung sozusagen durch seinen Super Skill, okay. Das, ja, hört, also sehr kompliziert auf jeden Fall wieder mal an, aber mal gucken. So, also erstmal seine Ulti ablegen als Beispiel, ne? Und ah, dann ist da so ein Kreis drum und der lädt dann die Ulti auf. Okay, das ist ja heftig. Das ist ja sehr, sehr heftig. Natürlich geht das jetzt nicht bei Bots, ne? Aber das geht ja dann bei normalen Spielern natürlich, ihr wisst es. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ah doch, hier kann man es doch sehen, Leute, ne? Es lädt auf jeden Fall da die Ulti auf. Okay, ja, weiß nicht, was ich davon halten soll auf jeden Fall. Wir können jetzt mal das Gadget aktivieren und bezieht sich das jetzt auf die normale Attacke? Ne, auf die Ulti, ne? Was macht jetzt die Ulti? LOL, die stößt die Gegner dann so zurück, okay. Das ist ja auch interessant, Leute. Ja, also auf jeden Fall ein sehr geiler Brawler, muss ich ehrlich sagen. Es macht direkt übelst Bock, den zu zocken. Vor allem, was ich als am krassesten fand, dass man halt die Ulti über die ganze Map zurückholen kann. Und dann auf dem Weg tut sie jeden Damage. Und sogar jetzt die beiden, ihr habt es ja gesehen. Das ist halt sehr geil. Also der Brawler macht schon Bock direkt, muss ich sagen. Und jetzt werden wir uns nochmal seine Skin anschauen. Caesar Sam, oh mein Gott. Okay, der sieht schon ultra heftig aus mit diesen Wolfsklauen. Alter Junge, wie die Wiki oder was hier, keine Ahnung. Und wir schauen uns nochmal seine Pins an, die sehen auch cool aus. Und ich würde sagen, jetzt einfach nochmal ganz schnell seinen Skin ausprobieren. Und dann starten wir noch in eine Solo-Showdown-Runde. Einfach jetzt natürlich mit Bots, ne? Und schauen, wie stark er da performt. Und Leute, oh mein Gott, okay, der ist geil, der Skin. Der ist ja anders geil, der sieht so riesig aus. Guck mal, Digga, der sieht aus wie so ein riesiger Brawler einfach, übelst krank. Und auf jeden Fall nochmal hier, zack, boom. Und nochmal hier, zack, boom, Digga. Junge, übelst geil. Wirklich sehr, sehr heftiger Brawler. Ich glaube, wenn man den gut spielt, Digga, dann wird der wirklich sehr, sehr krank OP sein, auf jeden Fall. Ne? Muss man ehrlich sagen. Ja, feiere ich auf jeden Fall den Brawler, Leute. Und ich würde sagen, jetzt starten wir in eine Solo-Runde rein. Also, Freunde, wir nehmen mal die Map Feuerfels, weil die jetzt in dem neuen, in der neuen Umgebung auch tatsächlich ist, ne? Ja, hört sich nämlich sehr, sehr geil an. Und, oh mein Gott, lol! Die ist komplett in dieser Roboterfabrik-Umgebung. Das ist natürlich sehr krass. Genau, ich gehe jetzt mal nicht auf die Kisten, sondern wir gehen direkt auf die Gegner, Leute. Direkt Action. Und ihr könnt jetzt einfach mal hier, zack, ja, das Teil auf Lou werfen. Und okay, jetzt einfach mal so an ihn ran. Okay, ja. Zum Beispiel, wir können das jetzt hier einfach mal so stehen lassen, ja. Und in der Zeit, also er macht auch Flächenschaden, das ist auch wichtig zu erwähnen, ne. Das heißt, man kann perfekt die Kisten halt holen. Das ist zum Beispiel mega gut, ne. Und jetzt können wir zum Beispiel hierher gehen und sagen, oh, okay, wir brauchen wieder unseren Teil und let's go. Sehr, sehr geil. Also natürlich sollte man hauptsächlich immer die Ulti halten, ne. Das ist eigentlich am besten, damit man perfekt Schaden halt macht. Außer man sagt jetzt, okay, man will vielleicht die Piper damagen oder so.
Und jetzt Showdown gegen den Bass, Leute. So, okay. Ja, wir bleiben jetzt nochmal kurz hier. Können ja nochmal die Kiste holen. Okay, wir haben jetzt das Problem natürlich. Ah, okay. So. Ah, okay, man sollte wirklich, Leute, man sollte wirklich hauptsächlich die Ulti halten. Also nicht verwenden so oft. Ja, merke ich direkt. Aber auf jeden Fall, Digga, sehr geiler Brawler. Macht auf jeden Fall Bock. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Sehr, sehr ungewöhnlicher Brawler nämlich, Leute. Aber macht richtig Bock, Mann. Und der Brawl Pass, den feiere ich auf jeden Fall auch sehr. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein kostenloses Abo. Wir sehen uns und damit ciao, ciao.